ihr Lieben, wir haben heute ein neues Video für euch. Und zwar werde ich jetzt gleich Sarinas Haare schneiden. Und sie mir. Jetzt sind wir mal ehrlich. Wir haben uns überlegt, was wir mit diesen Dingern anfangen können. Und zwar den Perücken aus diesem Video, wo wir gegenseitig für uns Perücken bestellt haben. Und wir wollten halt noch irgendwas mit denen machen. Und da fanden wir die Idee ganz lustig, wenn wir uns gegenseitig die Haare schneiden können. Und ich wollte schon immer mal Sarinas Haare abschneiden. Jetzt darf ich so fast. Darf ich anfangen? Darf ich bitte anfangen? Okay, dann setze ich mir die Strumpfhose auf, oder? Ein Perückennetz, ist wirklich... Beim Friseur muss ich auch nichts machen. Mach du. Ich krieg deine Haare da nie alle rein. Nee, du musst ja ein Ding rummachen. Haargummi, gut. Mein Haarschnitt kann dauern. Ich bin nämlich nicht so geübt. Wie ich. Nicht so geübt wie du. Nochmal. Die neue Innenfrisur, oder? Ein bisschen siehst du aus wie so eine Bäuerin. Das musst du auch rein. Du, das schneide ich einfach. Habe ich nichts dagegen. Oh Mann, das sieht so süß aus. Sieht so nett aus. Du siehst aus wie... Und sonst sehe ich nicht nett aus. Aber so siehst du aus wie der netteste Mensch auf der ganzen Welt. Und sonst siehst du nur aus wie einer der Top 100. Aha. Top 100 ist viel. Weißt du, wie viele Menschen auf der Welt leben? Oh, das sieht ja aus wie du. Ich dachte, auf einmal sind deine Haare wieder zurück. Au! Kriegen wir da rein? Nee. Sehr gut. Ich hole mal eine Haarbürste. Das ist auch wichtig für eine Friseurin. Und ich hole noch was. Sehe ich aus wie immer? La, 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 la. Sieht echt aus wie immer, nur mit einem leichten Rotstich. Und mit einer leichten Beule im Hinterkopf. Sieht man das? Ja. Reichen Sie mir die Friseurschere. Ja, schneiden wir die Finger ab. Leute, jeder, der sich schon auf Halloween freut, macht jetzt den Geist-Emoji in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie viele dort sind. Wie bist du jetzt auf Halloween gekommen? Weil ich eine Perücke aufhabe. Au. Hey, irgendwas stimmt nicht, oder? Doch, doch. Hübsch ist auch sehr, sehr hübsch. Wie immer, oder? Irgendwie sieht es aus, als würde eine Brille oder so fehlen. Du siehst aus wie eine Sekretärin. Das sieht so gut aus, schau mal. Ich sehe mich nicht. Aber es sieht gut aus, steht dir. So ist die Welt gleich viel schöner. Du siehst gar nichts mehr, oder? Meine beste Freundin ist ein Fisch. Ein Blindfisch. Ich habe jetzt nicht 7 Dioptrien, ich habe 1, irgendwas. Nein, war nur Spaß. Und weit oder kurz? Kurzsichtig. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich habe dir das schon... Ja, weil ich finde das so kompliziert. Kurzsichtig heißt, man sieht die Ferne nicht. Dabei müsste das ja... Doch, ich sehe nur kurz. Ist doch gut. Ja, stimmt. Was ist schlechter? Beides blöd. Keine Ahnung. Naja, Weitsicht braucht man nur eine Lesebrille. Mhm. Mein Papa braucht Lesebrillen. Er kauft sie immer für 2,95 €. Echt? Ja, weil er sie immer verliert. Ich muss jetzt noch was holen, weil mir reicht so eine einfache Schere nicht. Du brauchst 3. Warte. Bin jetzt zurück und habe... Nicht dein Ernst. Natürlich gibt es heute exklusiv den Topschnitt. Au. Oh, meine Nase. Dein Druck geht sich nicht aus. Warte, ich mache das. Und nein, das ist der größte Topf, den ich habe. Wow, das geht echt nicht. Du hast keinen größeren Topf. Nö, der ist riesig. Da passen Nudeln für 6 Leute rein. Da komme ich nie mehr raus, wenn ich einmal drin bin. Hol einen Mistkübel oder so. Oh Mann. Gute Idee. Stehen mir die Haare besser oder meine echten? Sag mal. Ich hatte schon mal ganz rote Haare. Führst du Selbstgespräche? Nein. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ist der sauber? Na klar, da war ein Sack drin. Versprochen, der ist sauber. Der ist niegelnagelneu. Das ist bestimmt Vickys Blumsklo. Aber das ist voll der lange Schnitt. Ich kann nicht mehr. Der riecht komisch drin. Okay, wir fangen jetzt an. Schön ruhig bleiben, ja? Ja. Ups, wie soll das denn gerade werden, wenn der Topf immer wackelt? Ich halt. Peace, Leute. Oh, du verlierst aber viele Haare aus deiner Perücke. Okay. Nicht einschlafen, sonst kriegst du da drin Sauerstoffmangel und kippst um. Zwischendurch klopfe ich dagegen. Nein, das ist voll laut. Und frage, ob noch alles in Ordnung ist. Es geht los. Oh Gott, das fühlt sich so an, als wären das echte Haare, aber ich tue es einfach. Aber meine sind nicht der Fall. Ne? Ich hoffe. Hier. What? Take it or leave it. Oh, das steht dir. Oh, wie siehst du aus? Sieht das richtig fresh aus? Jetzt mache ich noch die andere Seite und hinten mache ich dann nach Gefühl, ja, dass du auch noch mal Luft kriegst. Vorne noch mal. Sie kann sich etwas wenden. Genau, sehr gut. Vielen Dank. Stell dir vor, so wäre man immer beim Friseur, damit man nicht durchdreht, während man zuguckt. Bei meinem Friseur fühle ich das ein. Beruhigen Sie sich, entspannen Sie sich, machen Sie etwas Yoga. Oh, das war jetzt ein bisschen zu kurz. Was? Ja, alles gut, ein Top funktioniert. Das ist eine gute Schere, sehr gute Schere. Hier, nochmal deine Haare. Jetzt kann sie ihren Top abnehmen. Hast du hinten? Das mache ich nachher ohne Top. Oh, wie siehst du, was siehst du? Du siehst wirklich süß aus. Du solltest dir das schneiden lassen. Ich weiß nicht. Zeig doch mal. Oh, siehst du süß aus. Du hast einfach abgeschnitten. Ja, hier ist noch ein bisschen. So. Ich dachte nicht, dass ein so großer Topf zu so kurzen Haaren fühlt. Ich auch nicht. Der andere Topf wäre echt übel ausgegangen, hättest du so. Ja. Das
das hier ist die Kurzhaar-Langhaar-Frisur. Das heißt, man kann sowohl kurze Haare haben, als auch lange, wenn man sie nach vorne hat. Das ist doch perfekt! Guck dir das an! Jeden Tag sehr variabel. Und dann muss man die halt einfach so machen. Nee, ich mache jetzt alle kurz. Das war mal ein Test, ob es dir steht. Du hättest noch die langen Haare zur Verfügung. Aber die kurzen stehen dir besser, deswegen schneide ich es ab. Okay, setz ihn auf. Hast du vorne noch Haare? Gott, hoffentlich sind da nicht die echten Haare dabei. So, ich teile das ein bisschen auf, stückchenweise. Das ist so krass, du hast mir schon mal wirklich die Haare geschnitten. Schon krass, ne? Lebst du noch? Huhu, komm mal rein. Geht nicht. Ist das echt so schön da drin? Nein! Wie lange dauert es denn noch? Die letzte Strähne. Ja, die schaffst du auch so. Dann muss ich noch ein bisschen gerade schneiden. Ah, hier ist noch eine lange dabei. Oh, das ist etwas schief geraten hier. Was? Hier ist so eine Strähne, die ist ein bisschen... Ups, ups, ups. Jetzt hast du ein paar Haare in der Hose. Oh, wie süß du aussiehst. Ja, okay, hinten ist nicht so gut geworden, aber da hast du auch so einen Knödel da hinten. Und ich bin die Künstlerin. Sehen jetzt aus wie Zwillinge? Wieso? Weil wir die gleichen Haarschnitt fast haben. Sie juckt auch ein bisschen. Und würden wir da stehen, Leute? Schreibt bitte alle, Sarina, das steht dir. Schneid deine Haare ab. Würdest du? So cool. Mach ich dauernd. Leute, wisst ihr was? Wenn ihr wollt, dass ich Sarina wirklich die Haare schneide, also ihre echten, dann gebt jetzt mal einen Daumen nach oben. Bei extrem vielen Daumen nach oben machen wir es. Hä, was? Ja, machen wir. Machen wir. Aber nicht das. Vielleicht ungefähr ein bisschen länger. Ich mach so, so. Ich hab das doch gut gemacht. Richtig viele Daumen nach oben, dann machen wir es. Okay? Keine Sorge, Leute, das Video ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Jetzt bin nämlich ich dran. Ich bereite mich schon mal vor. Ich habe schon eine Vision vor Augen. Mache ich wirklich eine Frisur, die ich mir in Wirklichkeit mal machen lassen wollte. Fragt mich nicht, warum. Was kriege ich? Und wir grüßen wen, oder? Während Vicky die Perücke aufsetzt, dann grüße ich einfach mal wen. Ist heute dran Isabella. Hallo Isabella. Sie schreibt, Hashtag VickySarinaFam. Ich bin leider nicht so kreativ. Das stimmt bestimmt gar nicht. Aber ich hoffe, ich werde auch mal gegrüßt. Ich heiße Isabella und ich habe euch lieb und ihr seid super mega cool. Du bist auch super mega cool. Danke für das Kommentar. Hi Isabella, schreck dich nicht, dass ich gerade so aussehe. Für dich. Autschi, bautschi. Das ist echt ein bisschen eng, diese Perückenkappe. Ich habe noch ein paar Haare im Gesicht. Ist doch egal. Aber bitte nicht meine rechten. Hast du jetzt eigentlich schon gesagt, welche Frisur du machst? Nö. Okay. Habe ich da vorne eine komische Welle? Das ist die perfekte Welle. Du hast auch eine Beule. Let's go. Grüß Gott, ich hätte bitte gerne einen neuen Haarschnitt. Was haben Sie denn im Angebot? Ja, da habe ich was Tolles für Sie. So, welche Seite mögen Sie lieber? Links oder rechts? Ich hätte gerne heute mal beide Seiten geschnitten. Welche Seite ist Ihre Lieblingsseite? Diese. Das ist Ihre Schokoseite? Ja. Okay. Was ist denn jetzt Ihr Plan? Dürfte ich mal über Ihre Ausbildung Bescheid wissen? YouTuber. Haben Sie die langjährige Erfahrung im Haare schneiden? Sehr viele Videos habe ich schon gedreht. Was tun Sie? Brauchen Sie zufällig einen Topf? Vielleicht passe ich ja in den kleinen Topf. Dreh dich mal. Oh, ich bin das gleich falsch angegangen. Man kann alles noch retten. Ups. Ups. Bis die Haare sind und natürlich verloren gegangen. Soll ich das halten? Denk dran, die Frisur wollte ich mal haben. Hat diese Frisur einen Namen? Ja, Wendeltreppe. Du machst auf einer Seite kurz, auf einer lang? Ja. Nein! Lass mal gucken, vielleicht ist sie schon fertig. Sag jetzt nicht, du wolltest es wirklich. Ja. Du wolltest hier so ewig lang, ne? Ja. Ja, zum Glück hast du es nie gemacht. Ich glaube, es wäre nicht so dein Ding. Mir steht es da etwas besser. Wie sieht das denn aus? Haben wir einen Spiegel? Gib mal den Spiegel. Warte, bitte. Ich bin noch gar nicht fertig. Ja, sieht auch noch nicht so fertig aus. Hier ist es, das musst du schräger, kürzer anfangen noch. Noch kürzer? Ja klar, da ist ja keine Schräge drin. Die Haare plumpsen auf mich drauf. Das fühlt sich so komisch an. Das ist jetzt schräger? Auch nicht. Reich mir mal den Spiegel. Ich muss mir das mal ansehen. Und? Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Sieht doch super aus. Oh, die grauen Haare sehen krass aus, wie von meiner Oma. Hast du da überhaupt was weggeschnitten? Ja. Deswegen sieht es so gut aus, weil du nichts weggeschnitten hast. Was ist das? Nimm mein Messer. Da wird es irgendwie nicht besser. Doch, schon besser, oder? Ja, ein bisschen. Wollen wir das einfach so hinter die Ohren klemmen? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Boah, Vicky, du störst. Was machst du? Das sieht viel besser aus. Du hast keine Ahnung von der Haarkunst. Was wird das? Das ist voll besser jetzt. Guck mal. Hast du es dir ungefähr so vorgestellt oder bist du überrascht? Ja, ich soll's machen. Gut, ich mach's dir. Ich schneid's dir gerne. Dreh mal. Hi.
Ich bin Lieselotte und ich verwandle mich gerne. Wenn ihr findet, dass ich Vicky die bessere Frisur gemacht habe, dann schreibt auf jeden Fall Hashtag Vicky. Nee, Mist. Dann schreibt auf jeden Fall Team Serena. Und sonst, wenn ihr das besser findet, schreibt ihr Team Victoria. Das ist verwirrend. Ihr schafft das. Schreibt einfach, was ihr wollt. Vergesst aber niemals auf den Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass ich Serenas echte Haare schneide. Nur wenn ihr wollt. Niemand will das. Das sehen wir dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Habt einen schönen Tag. Geht zum Friseur und lasst euch nicht so versauen. Ich lasse das heute auf. Echt? Das gefällt dir, ne? Du willst, dass ich dir die Haare schneide. Nein!